Nein, nicht gemeint. Nee, ich kann so wirklich nichts sehen. Wir gehen erstmal kurz hier lang. So, hier haben wir diese komische Brücke. Aha. Was ist das da unten? Gehen wir mal zur Brücke. Vielleicht wird sich dann alles erklären. Da leuchtet's. Ich verstehe es nicht. Moment, ich möchte das Ding hier erstmal irgendwo absetzen. Bleib da bitte. Hör auf so zu rollen. Okay. The source of light always came back. Was it true then that darkness can't exist without light? Maybe that was why it came back. I would find out the truth. Hm. Guck mal auf den Schatten. Ja. Nee. Ich dachte, ich hätte auch wirklich auf. Hier ist aber auch kein Ende, wo es dann geradeaus durchführen würde und so. Da oben, das sieht interessant aus. Da ist nämlich auch nochmal so ein Tierbogen. Ich weiß aber wirklich nicht. Das Ding hier haben wir schließlich auch bekommen. Hm. Jetzt kann ich hier nicht weiter bewegen. Das Ding. Doch, hier, so. Das ist irgendwie kein Licht, das dann festhält. Ja, das war's dann. Das Spiel ist kaputt. Ist wahrscheinlich einfach nur neu gespawnt jetzt. Ja. Oh Mann. Das macht mich jetzt halt schon wieder wirklich fertig. Hier ist überall zu, da kann ich so nicht weitergehen. Wahrscheinlich kann man dort erst durch, wenn man noch wirklich ein Licht hat. Dann geh mal wieder zurück, da wo du die Kugel gefunden hast. Da ging es noch weiter nach hinten hoch. Ja. Könnte natürlich auch hier runterspringen. Ja, okay, das ist. Ich will erstmal zur Kugel. Ohne die Kugel fühle ich mich nicht wohl. Die sind hier ja quasi gegenüber. Ich glaube, den anderen Weg. Ja, genau, das meinte ich. Moment. Bunnyhopping. Ja, ein bisschen rumhüpfen. Warum auch nicht? Hier ist auch wieder Dunkelheit und Ende. Irgendwie. Also gut, das war das, was sich bewegt hat. Ich dachte, ich werde nach hinten gezogen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Nee, hier ist nichts. Ich bin ja von da oben runtergefallen. Ja gut, dann muss es da hinten weitergehen. Wir hüpfen mal auf diese komische Stelle da drauf. Auf die, dort wo die Blümchen waren. Blümchen werden uns dann fangen. Und uns zeigen, wo es weitergeht.
Ja, schön. Lass mich durch die Tür gehen. Ja. Ah, Beine gebrochen. Das sind keine Blumen. Guck mal da. Ah, da hinten. Das ist ein Ball. Ah, jetzt habe ich das hier platziert. Das ist auch so ein Bereich. Du bist jetzt also hier und deswegen ist das jetzt ein Portal nach hier oben. Und da hinten ist so ein leuchtender Ball. Du hast dafür gesorgt, dass Nacht ist. Ja. Jetzt ist Nacht geworden. Hier haben wir jetzt eine Leuchtekugel, die uns durch die dunkle Höhle führen kann. Ah. Mhm. Deswegen ist da wahrscheinlich auch die Kugel hängen geblieben, weil das Modell schon fertig da war. Ja, das war nur quasi unsichtbar. Aha. Cool. Schon? Ich mag das Spiel. Ja, es hat schon was. So, und jetzt können wir hier lang. Ist nur die Dunkelheit. Links halten. Ja, okay. Das ist ein SCP. Ich glaube, das war nur so ein Fundgang. Was ist das denn? Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Hast du aber auch gesehen, ja? Ja. Ist nach rechts gegangen, deswegen gehe ich glaube ich mal nach links. Ich hab grad wieder die leckt. Musik hat aufgehört. Oh. Ist ein Bett? Sackgasse. Hier ist aber nur eine Sackgasse. Links, du hast doch nicht rechts geguckt. Oder ist da noch was? Hier ist dann die Musik wieder da. Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst. Jo. Das scheint ein Ausgang zu sein. Ausgang willkommen. Ja, schon das Ding wieder wetten. Nee, wir sind jetzt durch. Ah, schön. Ja, dieses Bildchen. Wir müssen da runter, nicht wahr? Ich befürchte es schon fast. Ja. Hallo Loch. Yay, abwärts. Ey, das sieht echt cool aus. Kugel, bleib hier! Meine Kugel. Das sieht aus, als ob es da richtig wäre. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ja, so wie du auch gerade sitzt, das ist. Kenne ich. Das ist nicht unbedingt angenehm. Auf die Dauer. Fein. Ha. Jetzt links. Erinnere ich mich. Guck mal kurz nach links. Weiter links, weiter links. Da. Die Säule links. Jetzt links. Nochmal links. Ich hoffe, muss ich noch links sagen. Links, links. Weiter links, 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 links. Wie weiter links? Guck mal kurz. Ah, bleib mal stehen. Da hing eben noch ein Bild. Genau an der Säule jetzt. Ja, das ist doch jetzt weggeweht mittlerweile, oder? Ja, inzwischen ist es weg. Also. Links, 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 links.
Jetzt mehr als 360 Grad links kann ich nicht. Was denn jetzt nochmal? Vielleicht, wenn das Ding da runterrollt. Oder rollt das überhaupt da runter? Nee, das liegt da jetzt. Ah, das liegt da. Ich kann auch erstmal hier den Weg hochgehen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Meine Güte. Was? Bist du ein bisschen unter Stress? Ja. So. Das war nämlich das, wovon ich dir erzählt habe. Das einzige, wo ich noch weiß. Da habe ich später vom Spiel dann den Hint bekommen, was ich hier überhaupt machen muss. Ach, leck. Leck. Es leckt. Ich habe quasi schon Pilz. So, jetzt geht's. So, jetzt muss ich erst noch mal kurz gucken, wie genau das war. So. Ups. Ja, genau. Also mit der Lex funktioniert das nicht. Das bringt mich so rüber. Aber da komme ich hier unten wieder nicht durch. Mhm. Deswegen müssen erstmal die Lex aufhören. Die gerade extrem schlimm sind. Ich muss echt gucken, woran das liegt, wie man das ändern kann. Das Rätsel geht noch. Ach du Gott. Boah, ich kann echt nicht da in die Richtung gucken. Das ist ja schlimm. So, dann hat der Hauptcharakter hier nämlich Like a Rolling Stone gesummt. Das heißt, loslassen. Schnell hier rüber. So. Hat gerade wieder geleckt. So. Und dann ist das dort unten angekommen, so kam ich darüber und jetzt wieder zerbrochen und Point of No Return. So ist es nur. Sehr schön. Geht's direkt wieder runter in eine Höhle. Oh, die sieht aber schön aus. Hier sind Schränke und Bänke. Ist das eine Rose an der Wand? Vielleicht eine. Ja. I tried to see the world through her eyes of wonder, always looking up at the sky. There was wisdom in them too. Even as a little kid, Sophia was wiser than I ever was. She knew to let go and enjoy the journey. Wo bin ich denn jetzt? Da ist es. Ist auch schon wieder so ein Portal. Frage ist nur, wo ich das jetzt hin tun muss. Ah, hier sind auch wieder diese Diamanten. Ich will nur nicht, dass du alles wieder wegrollst. Aber da geht's noch nicht durch so. Dann gehen wir zurück. Guck mal, die Rose. Ja, inzwischen nicht mehr. Die Blume hat sich geändert. Ach, es ist wieder Nacht. Ja, quasi. Die Diamanten machen also Tag und Nacht und diese komischen Baumkreise machen dann... Oh, du musst wissen, wie du entlanglaufen bist wahrscheinlich. Die Orientierung nicht verlieren. Rechts oder geradeaus? Ich hab rechts. Mal kurz hier gucken. Ich gehe wieder zu rechts.
sehe hier keinen weiter Weg gerade. Ich auch nicht. Ne, ich glaube, es war doch geradeaus. Also die Diamanten machen Tag und Nacht und diese komischen Baumdinger machen dann diesen Nebel, ändern die dann immer. Ah, ja. Aha. Sehr schön, jetzt sind wir dann auf der anderen Seite von dort. Cool. Ah. Ich will nur mal kurz wissen. Mal kurz gucken, ob das ausmacht, wenn ich da durchgehe. Nein, du bist einfach auf deiner Seite gelandet. Oder? Nee, du bist woanders. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das gerade echt nicht. Geh zurück, bitte. Da scheint es lang zu gehen. Ja? Yay, yay. Komm, oh. Schon mehr. Ich glaube, du bist gestorben. Aber jetzt kannst du da hoch. Ich hoffe es mal. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein schwarzes Ding war. Mit dem Fluss oder gegen den Fluss? Gehen wir mal. Mit dem Strom. Oh. Oh. Ich glaube, das musst du doch jetzt hier dann safe angelegt haben, wo wir durch so einen schwarzen Bildschirm sind. Ja, das ist eigentlich. Da können wir ja jetzt auch wieder. Auch die Erinnerung. Die holen wir uns aber noch. I was about to see the light again. At long last, I would see the sacred tree, the root and end of it all. There was something intangible about it, something ethereal. I became convinced that was where I would find her and be forgiven. The Thalamus. Thalamus ist, glaube ich, für die Erinnerung zuständig, oder? Das weiß ich meistens ja nicht. Erinnerung, Fantasie, irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht genau. Na gut, wir machen dann erstmal hier wieder eine Pause und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Mein Path to Thalamus hier auf Red Butterfly Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.